So, hallo, wie versprochen, eine kleine Aufgabe zum Thema Seilreibung. Diesmal, wir stellen uns vor, wir hätten eine Windentrommel, mit der wollen wir ein Segelflugzeug hochziehen. Wir haben ein Stahlseil, das ist hier auf die Trommel aufgewickelt. Die Trommel rotiert gegen Uhrzeigersinn und zieht damit dann das Seil auf die Trommel und startet das Flugzeug. Das Seil hat knapp 5 mm Durchmesser und eine maximale Zugkraft von 2 Tonnen ist angegeben. Und was wir suchen ist, wie groß ist die Haltekraft, mit der das Seil am Ende an der Trommel festgemacht werden soll. Dazu haben wir eine Vorgabe uns mal gegeben und sagen, wir bleiben immer mit mindestens 2¼ Wicklung Drahtseil auf der Trommel. Das heißt, wenn das Seil hier festgemacht ist, einmal rum, zweite Mal ganz rum und noch eine Viertelumdrehung. Das sind die 2¼ Umdrehung. Die müssen wir gleich noch umrechnen in den Umschlingungswinkel, im Bogenmaß. Und wir haben ein gefettetes Seil auf einer etwas schmierigen Trommel. Also nehmen wir auch bloß wieder einen Reibfaktor von 0,1 an. Das Erste, was wir dann wieder machen, wir überlegen uns, wo ist denn jetzt die große Kraft und wo ist die kleine Kraft. Es könnte ja auch sein, dass hier die 2 Tonnen wirken und da die deutlich geringere Startkraft. Das heißt, wir starten damit, dass wir uns die Seiltrommel vorstellen. Die Seiltrommel dreht gegen den Uhrzeigersinn. Wir nehmen wieder das Seil, wickeln das ab und strecken das in dieser Richtung. Und jetzt wissen wir ja, wenn die Trommel gegen den Uhrzeigersinn rotiert, dass das Seil dann aufgewickelt wird. Das heißt, am Seil muss eine Reibkraft nach links wirken. Wir hatten bei der Herleitung von diesen Kräften schon gesehen, Fr unterstützt immer die kleinere Kraft F2. Das heißt, hier ist F2 und dort ist die Kraft F1. Und unsere Eulersche Gleichung für die Seilreibung sagte, F1 ist gleich F2 mal E hoch μ Alpha. Was brauchen wir also? Wir wollen diese Haltekraft wissen an dem Punkt P. Also F2 umgestellt ist F1 durch E hoch μ mal Alpha. Das heißt, wir rechnen kurz Alpha um in Bogenmaß. Eine Umdrehung sind 2π, zwei Umdrehungen sind 4π und wir haben noch 90 Grad dazu, ist 1/2π. Das müssen wir gleich einsetzen. So, jetzt können wir auch schon starten. 2 Tonnen ist hier unsere Zugkraft, das heißt, wir komplettieren das nochmal hier, da haben wir die Zugkraft F1 und jetzt können wir ausrechnen, F2 ist 2 Tonnen, sind 2000 Kilo, also etwa 20.000 Newton durch E hoch 0,1 mal 4¼π. Fragen wir mal unseren Taschenrechner. Und wir kommen auf 4865 Newton. Das heißt, die Haltekraft hier links ist offensichtlich deutlich geringer, etwa bloß ein Viertel von der Zugkraft hier rechts. Und jetzt sehen Sie auch schon, wenn man die Anzahl der Wicklungen dann verstärkt, dann wird der Nenner immer größer, das heißt meine Haltekraft hier links, meine Befestigungskraft sinkt dementsprechend. Andersrum, wenn Sie sich vorstellen, in der Draufsicht, das ist ein Poller am Hafen, hier zieht ein Schiff an der Leine bei Wind ganz kräftig und Sie wollen das Schiff entsprechend festhalten, einfach so halten können Sie es nicht, wickeln Sie es ein paar Mal rum, dann werden Sie feststellen, das ist ja Ihre Haltekraft,
die wird immer kleiner werden mit jeder Umschlingung, die noch dazugekommen ist. Und irgendwann können Sie mit ganz einfachem Halten das Schiff gegen den Wind festhalten.